Ein ganzes Dorf sammelt Geld für den Bauer Urs Meier. Ende Juni sind 250 von seinen Schäfen gestorben. Sie haben Futter gefressen, wo ein Tierkadaver reingekommen hat. Trotz dem grossen Schaden hat die Versicherung aber nichts übernommen. Eine emotionale Geschichte, die einen Haufen Menschen in Zieselisberg berührt. Michaela Moreno über ein Dorf, das zusammensteht. Hier auf dem Iselisberg zu Uslingen hat sich vor ein paar Wochen eine Tragödie abgespielt. 250 Schäfe sind am Bauer Urs Meier wegen einem toten Tierkadaver im Futter weggestorben. Als wäre das nicht schon genug, kommt ein Monat später raus, die Versicherung zahlt kein Rappen. Für den Landwirt der finanzielle Untergang. Die Geschichte von Urs Meier berührt auch die Einwohner vom Dorf. Weil die Versicherung nicht zahlt, fangen sie an Geld zu sammeln. Ja, die Leute sind sehr betroffen. Einmal die mit mir das Gespräch gesucht haben. Wir haben auch schriftliche Kontakte gehabt aus der Dorfbevölkerung, wo sich dazu geäussert hat, dass man doch da muss helfen, dass die Familie Meier auch muss können spüren, dass wir eine Gemeinde sind, wo uns um unsere Mitbewohner kümmern, dass es uns nicht gleich ist, was da auf dem Iselisberg passiert. Darum hat die Gemeinde mit einem Spendenkonto eine erste Solidaritätswelle ausgelöst. Daraufhin hat auch Helen Jindra zusammen mit der Musikgesellschaft Uslingen am Urs Meier ein besonderes Geschenk gemacht. Schliesslich ist er schon seit 25 Jahren beim Verein dabei. Wir haben sehr einen engen Bezug zu ihm. So ist uns eigentlich schnell klar gewesen, dass wir ihm helfen wollen, ihm und seiner Familie. Und wir haben uns dann dazu entschieden, im ganzen Verein so ein Benefizkonzert zu veranstalten. Und das war ein voller Erfolg. Stolze 10'000 Franken sind an dem einen Tag zusammengekommen. Und gerade noch mal so viel gibt es aus der Gemeindekasse. Der Urs Meier ist von der grossen Solidarität der Uslinger überwältigt. Alle die Zusprüche, die Kraftworte, das ist natürlich wahnsinnig. Oder? Das ist wahnsinnig schön, also, das muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet, aber es freut einem umso mehr, oder? Wenn man es nicht erwartet. Oder? Mit den Spenden wird Urs Meier als erstes seine Schäfe impfen. So eine Tragödie soll auf seinem Hof sicher kein zweites Mal passieren.